Der Jubel beim SV Hippach ist grenzenlos. Der Landesligist aus dem Zillertal besiegt sensationell den Tabellenführer der Regionalliga West, die WSG Wattens, im Elfmeterschießen und steht somit im Karstoffer Tirol Cup Achtelfinale. Nach einer torlosen ersten Hälfte geht Hippach in der 49. Spielminute überraschend in Führung. Torschütze ist Michael Schierstl. Nur 5 Minuten später ein Kopfballtor von Martin Treuer. Doch für den nicht ganz sicher wirkenden Schiedsrichter Andreas Heiß zählt der Treffer wegen Abseits nicht. Und so bleibt es weiter beim 1:0. In Minute 60 ein schneller Konter von Wattens. Der Ball kommt zu Thomas Juth. Die Nummer 21 der Gäste kann Hippach-Tormann Benjamin Payer bezwingen und es steht 1:1. In der 4. Minute der Nachspielzeit gibt es noch einen Elfmeter für Wattens. Doch Simon Zanger schießt eine Querlatte und der Ball springt zurück ins Spielfeld. Mit dieser Aktion ist die reguläre Spielzeit vorbei. Es bleibt beim 1:1. Die Entscheidung um den Aufstieg ins Achtelfinale des Karstoffer Tirol Cups fällt im Elfmeterschießen. Florian Doplitsch kann als letzter Schütze der WSG Wattens seinen Elfmeter nicht verwandeln. Er wird von Hippach-Tormann Benjamin Payer abgewehrt. Die Entscheidung fällt beim letzten Elfmeterschützen und den verwandelt der Hippacher Michael Schierstl sicher zum Sieg. Das Spiel hat alles gebraucht, was ein Fußballspiel bringen soll. Für den Zuschauer war es ein wunderbares Spiel zum Anschauen. Es hat Elfmetersituationen gegeben in der regulären Spielzeit, die umstritten waren. Es hat Pfostentreffer gegeben, es hat Chancen hüben und drüben gegeben und es hat dann ein Elfmeterschießen gegeben, das an Dramatik nicht mehr zu überbieten war. Geschlagen haben wir kein Elfmeterschießen, also von Spiel aus auch nicht, aber ich glaube, Finns eine Mannschaft mit der jungen Truppe ist das ein Wahnsinn. Ich war Finns ein Klumpverein, da drin, spielen alles mit eigenen Leuten und da kommt eigentlich auch gegen uns eine Millionentruppe her und wir schlagen sie immer Elfmeterschießen, das ist Finns auch ein Wahnsinn. Wir haben zwar immer drüber geklappt, aber das wirklich gehört auch noch, das ist ein Wahnsinn.